Hey meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt Rebel Inc. Ich glaube, das ist das Folgespiel der Entwickler von Plug Inc. Na, hier, das hier. Plug Inc. Evolved, das ist Rebel Inc. Na, wahrscheinlich sowas ähnliches, halt nur mit Menschen statt mit Viren. Ich spiel mal. Angesichts eines gefährlichen Aufstands kann das Stabilisieren einer Region anspruchsvoll sein. Möchtest du Tutorials ausprobieren? Ein Logo. Erfahre, wie du die Region stabilisierst und alle für dich gewinnst. Erfahre mehr über Rebellen und wie du sie schlägst. Mal was links. Operation Hopeful Dawn wird im Gebirgspass gestartet. Nach Jahrzehnten der Kriege, fremder Einmischung und politischem Umbruch liegt es an dir, die Region zu stabilisieren. Deine Operation heißt Hopeful Dawn. Du kannst deinen eigenen Namen wählen, wenn du das Spiel beginnst. Bau zuerst dein Hauptquartier auf, tipp auf das gekennzeichnete Gebiet. Die Stabilitätsleiste zeigt, wie du dich schlägst. Erreich 100% Stabilität, um zu gewinnen. Das ist deine Rufleiste. Die zeigt den Ruf deiner Operation. Wenn er auf 0 sinkt, verlierst du. Stabilität hängt von Anhängern ab. Gewinne mehr Anhänger, indem du mehr Menschen von dir überzeugst. Hier siehst du, wie viele Anhänger du hast und wie viele dich nicht mögen. Ich habe die hier und die mögen mich nicht. Momentan bist du nicht sehr beliebt. Um mehr Anhänger zu gewinnen, musst du das Operationsmenü öffnen. Sehen wir uns jetzt das Menü für zivile Aktionen an. Hier kannst du Aktionen finanzieren, die deinen Unterstützungsgrad erhöhen. Tipp B, um verschiedene Arten von Dienstleistungsaktionen einzusehen. Wir finanzieren. Arbeite mit Ortsansässigen zusammen, um ihre Anforderungen an Bildung, Gesundheitsversorgung, Wasser und sanitäre Anlagen zu verstehen. Das ist ähnlich aufgebaut wie Plug Inc. Evolve. Wenn du eins gemacht hast, hast du Zugriff auf mehr Skills. Nun hast du Zugriff auf die Aktion Wasserversorgung. Sorge dafür, dass das saubere Trinkwasser von Gemeinden einen Mindeststandard hat. Erhöht Unterstützungsgrad vor allem bei feindseliger Bevölkerung. Hier siehst du, dass der Unterstützungsgrad ein wenig gestiegen ist. Aktiongeld für die gesamte Region werden dabei ein Gebiet nach dem anderen aktiv. Hier siehst du, wie viel Geld du hast. Jeden Monat erhältst du mehr Mittel. Tipp auf Weg ist, um zur Hauptkarte zurückzukehren. Hammer zeigen an, dass deine Teams hier hart an der Durchführung einer Aktion arbeiten. Wo ist ein Hammer? Wo ist ein Hammer? Ah, hier unten. Das ist ja, weil sieht man echt kaum. Es gibt mehrere Gebiete in der Region. Wähle dieses aus, um mehr zu sehen. Dieses Gebiet heißt Echo Victor. Du kannst sehen, wie stabil das Gebiet ist und wie viele Anhänger es hier gibt. Eine verbesserte Wasserversorgung bringt dir mit der Zeit mehr Anhänger ein. Weil die Dinge jetzt stehen, gibt es viele Gebiete in der Region, zu denen du keine Informationen hast. Du hast noch keine Informationen in diesem Gebiet. Mit Hilfe von Informationen siehst du, was in einem Gebiet passiert. Sie erhöhen auch deine Effektivität. Alpha Tango. Bei manchen Aktionen kannst du Informationen sammeln. Begib dich zum Operationsmenü. Sieh dir die Regierungsaktion an. Verbessern die Effektivität der Operation, bringen die Informationen. Verlangsamen die Ausbreitung von Rebellen. Mit Hilfe der Gebietssprecheraktion wird mit der Zeit Informationen gesammelt, um ein besseres Bild von der Situation in der Region zu erhalten. Schicke Vertreter für Hopeful Dawn und Zone, damit sie mit Gemeindesprechern zusammenarbeiten und verletzte Informationen sammeln können. Sammeln mit der Zeit Informationen zu den Zonen. Kostet 9 Dollar. Also gut gemacht. Informationen zu gebieten werden nun schneller gesammelt. Es gibt andere Arten Informationen zu sammeln, wie etwa militärische Mittel. Wisst ihr eigentlich, wie unglaublich schlecht dieses Tutorial ist? Du bekommst innerhalb von... Wir spielen das Spiel seit etwa 2 bis 3 Minuten. Ne? Die eine Minute Vorgeplänkel lassen wir mal. Und wir haben dermaßen viele Informationen bekommen, das werde ich mir alles gar nicht merken können. Super schlecht, muss man sagen. Es gibt einfach zu viel im Spiel zu tun. Da muss man aber langsamer rangeführt werden. Wenn du viele ähnliche Aktionen schnell nacheinander findest, kannst du eine hohe Inflation finden, dann wird alles teurer. Wenn die Inflation zu hoch wird, kannst du warten, bis sie zurückgeht oder Aktionen aus anderen Bereichen finanzieren. Das Finanzieren von Aktionen führt zu Korruption, was ein großes Problem werden kann, wenn du dich nicht darum kümmerst. Sieh im Operationsmenü nach. Wenn du eine Aktion finanzierst, steigt das Risiko von Korruption. Mit ansteigender Korruption verringert sich der Unterstützungsgrad. Sieh dir hier Regierungsaktionen. Vor Extrem gegen Korruption helfen im Laufe der Zeit, das Risiko von Korruption zu senken. Richte ein System mit einer Hotline und Webseite einer Korruptionsopfer mit Machtmissbrauch. Wie etwa Bestechung und Vetternwirtschaft melden können. Senke Korruption mit der Zeit. Gut gemacht, das Korruptionsrisiko wird jetzt mit der Zeit verringert. Tipp auf das X in der Ecke, wenn du bereit bist, fortzufahren. So, wir haben 5600. Oh, wir haben super viele Leute. Dieses Gebiet hat genug Anhänger, um stabil zu werden. Du wurde total beschleunigt. Vergiss nicht, du gewinnst, wenn du 100% Stabilität erreichst. Das wird total erfolgreich abgeschlossen. Militär-Tutorial. Um die Region 100%ig zu stabilisieren, musst du dich um die Bedrohung durch die Rebellen kümmern.
Rebellen werden im Gebiet gesichtet, sie werden von roten Diamanten dargestellt. Rebellen hindert dich am Stabilisieren des Gebiets, wenn du nichts tust, übernehmen sie Kontrolle über das Gebiet. Die Rebellen kontrollieren das Gebiet und senken deinen Ruf. Du musst Daten nutzen, um diese Verteilung und die Kontrolle wieder zu erlangen. Hier ist bereits eine Daten stationiert, sie kann uns helfen, gegen die Rebellen im Norden vorzugehen. Zählt diese Daten zum Gebiet mit den Rebellen. Gut, der Soldatenanheit bewegt sich nun in das Gebiet. Warte, bis die Soldatenanheit das Gebiet erreicht hat. Gut, sehen wir jetzt so, wie sich der Kampf entwickelt. Deine Soldaten haben den Kampf gegen die Rebellen aufgenommen. Die Kampfplatz zeigt ihnen einen Fortschritt. Die Rebellen haben sich verschanzt. Deine Soldaten wird es schwer, von dem Kampf zu gewinnen. Zum Glück ist es möglich, Kampfunterstützung bereitzustellen. Wir gehen zum Operationsmenü, jetzt zum Reiter Militär, Zivil, die Regierung. Hatten wir schon, brauchst du schnell Unterstützung am Boden vorne, also den Einsatz einer Truppe von Soldaten von Koalition. Dann tippe hier. Bitte den befristeten Einsatz einer Koalition zu deiner Farbe. Schnell möglich, fliegt die Bekannten. Boah, ich kann schon gar nicht mehr lesen! Okay, ich lese nichts mehr vor. Na ja, sollen wir warten? Ich habe jetzt in 6 Minuten bestimmt 2000 Worte geredet. Sie fliehen in ein benachbartes Land. Rebellen zu bestellen, um sie zu besiegen. Okay. Da fand ich Plug Inc. etwas interessanter, muss ich sagen. Aber, na schauen wir mal, wenn wir jetzt ein richtiges Game haben. Safranfeld. Die Rebellen in den Bergen im Nordosten bedrohen diese verschlafene ländliche Ebenen. Besonderes? Was ist Besonderes? Achso, Karte gesperrt. Achso. Dunkle Höhlen, himmelblauer Damm. Beamter. Leicht normal, brutal. Alles gut. Lass mal Hopfer down, das passt schon. Na, schauen wir mal. Delta Janky, Alpha Victor. Wir nehmen Alpha Victor als Hauptposition. So, machen wir erstmal Wasserversorgung. Finde ich gar nicht verkehrt. Was haben wir hier? Grundlegende Kanalisation, Wasserversorgungsausbau. Möchte denn mit einer Hotline ein? Website, okay. Gesperrt. Ja, auch nicht verkehrt, okay. Lass mal die erstmal arbeiten. Zum Sieg stabilisieren zu 100%, alles klar. Echt, die auch schon? Frag mich, wie ich denn andere einnehmen kann. Brauche ich dafür Militär? Irgendwie langsam geht es nach oben. Ruf, nichts, noch nichts. Die Rufleiste zeigt dir an, wann du verlierst. Warum ist der Ruf ganz okay? Achso, kann ich bei Region was Neues machen? Nee, ne? Achso, Informationen, ja. Wie viel sich hier neu freischaltet, holy. So, Informationen, hier kann man... Ne? Ist auch irgendwas? Hier auch? Langsam, aber ganz langsam verbessern sich unsere Leute. Ah, ist jetzt die schneller, 508. Militär geht irgendwie immer noch nicht, warum auch immer. Das ist gut, Strom. Machen wir das hier noch weiter. Und Korruption steigt halt immer weiter. Möglich wäre es also. Dein Budget richtet sich nach deinem Ruf und die Anzahl der Gebiete, die du stabilisiert hast. Deine Vorgesetzten müssen vertrauen in deine Fähigkeit, um die Mission zu erfüllen. Na, Logo. Also, 85, 44. Na, langsam bauen wir hier weiter aus.
Ach guck mal, Information wird gesammelt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier unser Information-Dings verbessern. Wenn ihr seht, hier langsam verbessern, werden wir hier die... Nein, keine Informationen. Wahrscheinlich alles naheliegende wird erstmal verbessert oder wird erstmal freigeschaltet. Und wir sehen, 16.704 Leute sind da noch, die uns noch nicht so freundlich gesinnt sind. Freundlich gesinnt sind? Du hast richtig. Unterstützungsgrad steigt deutlich, Feindlichkeit mindert Effekt. Und nach kriegen wir hier die Leute hoch. Ne? 915, hier hat man ein neues Gebiet erkundet. Jetzt werden die hier entsprechend erkundet, ne? Die halt drumherum sind. Das heißt, das ist gleich das Erste, was wir eigentlich tun sollten. Gleich am Anfang mehr Informationen beschaffen. Ne? Das hier. Den Korruption mit der Zeit sollten wir machen. Auch wenn es etwas Gold kostet. Freigeschaltet. Hier geht's zu den nächsten. Charlie Kilo entlegen. Dim, dim. Oh, hier ist noch null. Rebellen bereiten sich auf den Angriff der Region vor. Militärische Aktionen sind nun verfügbar. Entsende Soldaten zur Verteidigung der Region. Alles klar. Militär haben wir endlich. Soldaten sammeln schneller. Soldatenausbildung links auf dem Bildschirm. Wenn ausgewählt auf dem Einsatztoken, siehst du ihren Fortschritt. Wenn sie bereit sind, kannst du sie einsetzen, wenn du das Token in die Zone ziehst. Ah, interessant. Ja, seht ihr, zack, zack, zack. So, so. Das ist doch ganz interessant, muss man sagen. Noch haben wir aber keine Gegner. Keine Rebellen. Aber wohin? Noch brauche ich sie nicht. Doch sind keine Rebellen da. Rebellen greifen Foxtrot Lima an und verhindern die Stabilität. Wenn man sie gewähren lässt, erobert sie das Gebiet der Soldaten, um sie aufzuhalten. Hier hinten? Okay. Gewählte diplomatische Optionen wird mit der Zeit effektiver. Korruption ist ziemlich hoch. Dann vielleicht mal reduzieren. Weitere Korruptionsbekämpfung. Und meine Soldaten. Achso, ich müsste mal vielleicht ein paar neue Soldaten. Habe ich aber keine mehr. Achso, ich habe das Gebiet aufgegeben, ja? Das ist ja doof. Dann gehen wir euch mal wieder hin. Passt schon. Ah, Fox hat überall von den Soldaten kontrolliert, von den Rebellen kontrolliert. Das ist ja sehr widerlich. Es könnte zivile Todesopfer geben. Wird eine nationale Soldatin aus Grün, na dann, los geht's. Resolve Autorisier Garnison, okay. Wir sind bei 3% Stabilität, das ist nicht wirklich viel, ne? Muss man sagen. Und die kämpfen fleißig. Ich hätte das Gebiet nicht abgeben dürfen. Da kommen die nächsten Rebellen. Die hier werden angerufen. Golf Papa. Golf Papa. Ja, 48% weniger Leute sind gestorben an Wassermangel. Ich glaube, wir brauchen derzeit tatsächlich mehr Militär, oder? Eine 10 Minuten. Gut, dann geht's dahin. Haben den nächsten Ort scheinbar eingenommen.
Packen wir sie mal dahin, damit sie nicht abhauen können. Wir haben die Koordinaten eines Rebellenlagers im Golf Sierra, das die Gebiete in der Umgebung angegriffen hat. Das steht auch sofort mit Soldaten und Luftangriffen. Hier war. Da bin ich am Weg hin. Piu! Erledigt! Das Rebellenlager in der Golf Sierra wurde zerstört, was den Aufstand zurückwirft. Die Rebellen werden eine neue Basis gründen, halte die Augen danach offen. Da oben sind sie wahrscheinlich. Rebellen fliehen nach Foxtrot Juliet. Rebellen versuchen immer in benachbarte Gebiete zu fliehen, wenn sie geschlagen sind. Ja. Let's go, gehen wir sie holen. So, Zivilisten erhöht Unterschied. Wird deutlich effektiver mit jedem neuen Gebiet. Korruptionsrisiko noch ziemlich hoch. So. Korruption steigt. Ja, bin ja schon dabei, das zu reduzieren. Das ist voll nervig. Der ständig woanders hingeht. Muss ich derzeit erstmal leider weiter wegjagen. Ich habe keine Möglichkeit. Aber wir jetzt gleich hier die hier mal. Die Grünen. Und die verziehen sich halt immer weiter. Das ist ja voll bescheuert. Also ich kann nicht zwei Lager gleichzeitig angreifen. Das geht nicht. Die verziehen sich dahin, die verziehen sich dahin. Leute haben wir schon. 10% Stabilität. Das ist ja voll ätzend. Ja. Gut, ich glaube tatsächlich, das könnte noch eine halbe Stunde, Stunde dauern, bis ich hier durch bin, weil die immer wieder ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Solange ich hier wirklich zwei Dinger habe, ist das total sinnlos. Weil die flüchten jetzt ins nächste Gebiet. War es zumindest schon mal ein bisschen, haben wir sie gekillt? Ne, jetzt flüchten sie da unten hin. Wütend über Soldaten von Koalition. Bipapo. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's gewesen. Mal angespielt zu Rebel Inc. Doch interessanter, aber ich finde Plug Inc. etwas interessanter, muss man sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mal angespielt. Ciao, ciao.